Zurück in Kelkheim. Auf die Ordnungspolizisten Stefan Grams und Reinhard Liedmann wartet in der Einkaufsstraße das pure Chaos. Oh, da vorne sieht's ja aus wie die Sau da. Eieiei. Das ist ja hier schon oft passiert. Übel. Ist der Deckel unten rausgetreten? Ja, aber manchmal stelle sie auch einfach Beutel dazu. Einfach Müllbeutel stelle sie hin und dann wundern sie sich, wenn alles dreckig ist. Zieht ja viel nach sich. Das heißt unter Umständen Rattenplage und. Also wenn man das vernachlässigt, vermüllt die Stadt. Erst vor 4 Wochen hat die Stadt in dieser Straße 5 neue Mülleimer aufgebaut, um solche Szenarien zu vermeiden. Das Straßenchaos ärgert besonders die Ladenbesitzer. Und was ist denn hier wieder passiert? Ja, wer hat das kaputt gemacht? Ja. Das wer bringt seinen Müll hierher? Ja. Das ist ganz schlimm. Was sind das für Menschen? Das ganze Ding ist neu und da könnte eigentlich noch kein Schaden dran sein, außer durch Vandalismus, sag ich mal, ja. Doch das ist nicht das einzige Problem des Ladenbesitzers. Er berichtet von weiteren Müllsündern. Die stelle also ganze Beutel ab mit Hausrat, alles was so anfällt. Ja, nebendran noch, neben dieser Boxstelle die komplette Beutel. Die Kinder gehen vorbei und machen mal so. Und dann ist es auf der ganzen Straße verteilt. Ja, ja, Sauerei. Doch ob Vandalen oder Müllsünder, ohne eindeutige Beweise, wer der Schmutzfink ist, sind den Ordnungspolizisten die Hände gebunden. Immer das Beste, auf frischer Tat zu ertappen. Jetzt sagt man natürlich, die Jugendlichen, ich will jetzt niemanden diskriminieren, ja, das liegt mir fern, aber könnte schon so sein in diese Richtung. Deswegen werden wir unser Augenmerk darauf richten, sodass das mit Sicherheit in den Griff zu bekommen ist. Ja. Also, man wollte was Gutes tun, sehen Sie, an der Vandalismus. Nicht von euch. Ja, schade. Ja. Okay, machen wir das Beste draus. Eine Stunde ist es weg. Okay. Ja. Gut. Tschüss. Tschüss. Die Müllabfuhr wird Kelkheims Einkaufsstraße vom Chaos befreien. Für Reinhard Liedmann und Stefan Grams geht es weiter zu einem alten Wirtschaftsweg, den nur Anlieger und Busse befahren dürfen. Für den Durchgangsverkehr ist die Straße zu schmal. Man muss hierher gehen, muss das einfach kontrollieren, damit wir da ein bisschen Nachhaltigkeit reinkriegen, damit es einfach angenommen wird und nicht durchgefahren wird. Um das Bewusstsein bei den Betroffenen einfach zu stärken, nein, halt, da ist das Verkehrszeichen. Stopp, wir fahren den normalen Weg. So, komm, Kundschaft. Auf geht. Die erste Autofahrerin hat sich verbotenerweise an dem Verkehrsschild vorbeigeschummelt und saust den beiden Ordnungspolizisten entgegen. Einen wunderschönen guten Morgen. Morgen. Grüß Sie. Ordnungsamt der Stadt Kelkheim. Sie schalten gerade mal den Motor aus, sind Sie freundlich? Verbot der Durchfahrt. Ja. Hat die Navigation Sie geschickt? Ja. Ja, und wenn da jetzt keine Brücke wäre und Sie wollen über den Fluss, was machen Sie dann? Sie wissen, dass Sie sich nach der Straßenverkehrsordnung zu richten haben und nicht nach der Navigation, ne? Ja. Ja. Weil ich bin erst hier neu umgezogen. Die Software, die aufgespielt ist auf den Navigationsgeräten, die sagt ja beim Einschalten, achten Sie bitte auf die Verkehrsführung. Ja, und das hat die Fahrzeugführerin einfach nicht beachtet. Wenn dann auf einmal die Brücke, über die man ja schon immer gefahren ist, auch nach Navigation, ja, nicht mehr da ist und trotzdem vor Schilder stehen, fahren die Leute ins Wasser. Ja, ist ja alles schon vorgekommen. Die Strafe für ihre kopflose Fahrt, eine Standpauke von Reinhard Liedmann und ein Bußgeld. Ich darf darauf hinweisen, dieses Verkehrszeichen befindet sich auch auf der anderen Seite. Okay? Okay. Und die Verkehrszeichen, die sind nun mal da und die gilt es zu beachten. 20 Euro macht das. Die können Sie an dieser Stelle gleich heute begleichen. Ansonsten per Zusendung als Ordnungswidrigkeit das Verfahren mit der Möglichkeit des schriftlichen Widerspruchs. Eine teure Fahrt. Haben wir leider nichts dabei. Okay, also wenn Sie nicht dabei sind, benötige ich die Personalien. Haben Sie einen Personalausweis bitte für mich? Ja. Normalerweise fahre ich von unten, obwohl die Navi zeigt von hier. Mhm. Habe ich gesagt, vielleicht ist es kürzer. Dann versuche ich heute. Ja, es ist, der Versuch ist gescheitert, also sage ich jetzt mal. Auch der Versuch, den Personalausweis zu finden, geht erstmal in die Hose. Ja, Damen suchen ja bekanntlicherweise im Laufe ihres Lebens mehrere Stunden in der Handtasche. Doch nach 2 Minuten ist das Dokument gefunden. Stefan notiert die Personalien der Dame. So, dann wünschen wir noch gute Fahrt. Und Sie bekommen das dann zugesandt, ja? Und denken in Zukunft dran. Achten Sie auf die Verkehrsführung, ja? Nicht, was die Navigation sagt. Was die Navi zeigt, fahre ich dahin. Und da muss ich nicht mehr vertrauen, die Navi.
Das ist jetzt schon ärgerlich, morgens früh zur Arbeit fahren. 20 Euro will man schließlich nicht jeden Tag abdrücken. Ich denke, das wird sie nicht mehr machen. Sie weiß jetzt Bescheid und wird vielleicht auch in Zukunft ein bisschen mehr auf die Navigation insofern nicht vertrauen. Kaum ist die Autofahrerin weg, brettert schon der nächste Verkehrssünder den Wirtschaftsweg entlang. Ein bekanntes Gesicht für die beiden. Guten Morgen, Morgen. Ordnungsamt der Stadt Kelkheim, ich grüße Sie. Wir haben das Verbot der Durchfahrt. Ja. Was soll ich da sagen? Ihnen ist der Sachverhalt bekannt? Ja. Gut. 20 Euro in bar macht das. Oder per Zusendung. Normales per Zusendung. Benötige ich die Personalien bitte. Also, kein Führerschein dabei. Naja. Also, Durchfahrt. Kein Gurt. Kein Personalausweis. Kein Führerschein. Nichts dabei. Die Liste der Ordnungswidrigkeiten ist lang. Wissen Sie, was das kostet normalerweise, wenn man alles durchgeht? 20. Kein Kfz-Schein, ein Zehner. Ja? Kein Führerschein, noch ein Zehner. Gurt, 30. 30, 50, 70 Euro am frühen Morgen. So, bitteschön. Der Gesamtüberblick hat sich ja für mich sofort erschlossen, sag ich mal, ohne Gurt. Und dann kommen andere Sachverhalte dazu. Und dann kann man sehr viel Geld ausgeben und nimmt das als natürlich und gegeben hin. Macht dann 70 Euro bitte. Na ja, gut. Passiert, ne? Okay. Trotzdem noch ein schönes Wochenende. Okay. Einsichtigkeit muss ich ja nicht unbedingt voraussetzen, war wohl auch nicht gegeben, weil sie auch ein Wiederholungstäter ist. Doch jetzt legen sie Stefan Grams und Reinhard Liedmann erst einmal wieder auf die Lauer, um noch weitere Falschfahrer zu erwischen.